auf einem Segelboot von Vancouver Island nach San Diego, also die Pazifikseite runter. Da bin ich nachts in so einen Müllhaufen reingefahren von einem Tanker. Der hat seinen Müll über Bord gebracht ins blaue Regal. Und dann habe ich mir überlegt, wie viele Schiffe gibt es denn eigentlich und was passiert mit dem Müll? Das war der Anfang von One Earth, One Ocean. Ja, wir haben das Konzept der maritimen Müllabfuhr. Für jedes lokale Problem wollen wir eine Lösung haben. Aber die Familie ist eigentlich der kleine Seehamster, dann kommt die Seekuh und dann kommt der Seeelefant. Der Seeelefant ist eine super Sache, weil er kann überall hinfahren, kann den Müll aufsammeln, entweder in großen Städten oder auf dem Meer und kann auf dem Schiff selber den Müll umwandeln in Energie, entweder in Strom oder in schwefelfreies Heizöl. Schwefelfreies Heizöl ist deshalb wichtig, weil damit die Schiffe fahren können. Und zwar sauber. Der Verein One Earth, One Ocean verfolgt engagiert das Ziel, Gewässer weltweit von Meeresmüll zu befreien. Die maritime Müllabfuhr besteht aus verschiedenen Müllsammelschiffen. Diese sammeln in Flussmündungen und Küstengebieten, in den Müllhotspots Asiens, Treibgut und Meeresmüll. Der sogenannte Seeelefant bereichert die Flotte, indem er gesammelten Kunststoffmüll direkt an Bord sortiert, aufbereitet und in sortenreine Kunststoffballen presst. In Zukunft sollen auch Energie und Öl aus dem Plastikmüll gewonnen werden. Der Verein One Earth, One Ocean war bereits 2016 mit dem Müllsammelschiff Seekuh für den Bundespreis Ecodesign nominiert. Mit dem Seeelefanten und der maritimen Müllabfuhr liefert er nun ein umfassendes Konzept zur Sammlung und nachhaltigen Verwertung von Meeresmüll. Damit leistet One Earth, One Ocean einen innovativen Beitrag zur nachhaltigen Verwertung von Meeresmüll. Wir haben relativ wenige Mitarbeiter, wir sind glaube ich 22 Angestellte jetzt, aber wir fallen schon ganz gut auf. Wir sind in Rio, wir sind in Afrika, wir fangen am Nil jetzt an, wir sind in Kambodscha seit 2 Jahren tätig und jetzt auch in Indonesien. Da mit einem großen Discounter, Lidl, unterstützt uns da. Das heißt, wir werden jetzt auch unterstützt. Wir sind natürlich ein kleiner Verein und können die Welt nicht retten, aber wir können auf die Problematik aufmerksam machen und die Industrie dafür gewinnen. Denn nur, wenn man es kommerziell sieht, kann man das Problem lösen. Wir haben keine Netze, die 700 Meter lang sind. Also das ist alles umweltverträglich. Wir arbeiten mit den Fischern zusammen an Ort und Stelle. Die wissen natürlich auch, wo der Müll ist. Die sollen auch weiterhin ihre Fische fangen. Die unterstützen uns mittlerweile auch schon, weil sie einfach sehen, dass ihre Heimat wieder sauber wird. Wir wollen also immer mit den Leuten vor Ort zusammenarbeiten, den Menschen Arbeit geben. Der Fischer, der keine Fische mehr fängt, der soll halt den Plastik fangen oder beides. Da haben wir eigene Modelle dazu. Und wie gesagt, wir haben ein Netz entwickelt, das nahezu beifangfrei ist. Nur mit einem sauberen Gewässer haben wir eine saubere Nahrungskette. Der Sauerstoff kommt aus den Meeren. Wenn wir die Erde, die Gewässer vermüllen, kommt die Sonne nicht mehr ins Wasser. Die Algen und Plankton werden nicht mehr produziert. Und wir haben bereits jetzt schon weniger Sauerstoff als 2016. Das heißt, wir müssen die Gewässer reinigen, damit wir auch Sauerstoff behalten.